Marco Schüler, der Frankenhuber. Halala, Lack und Leder. Klasse, Markus. Ganz spontane Frage, wie viele Huben haben da gehupt? Ich habe nicht mal gezählt. Ich glaube 13, 14, 15 oder mehr. Ja, für dich war es eine Premiere, Nicole, gell? Das erste Mal so einen Huber gehört und begeistert? Ich muss sagen, ich bin absolut begeistert und er ist für mich der lebende Beweis, dass Männer eben doch multitaskingfähig sind, ne? Also so alles gleichzeitig. Wenn man das so sieht, also gleichzeitig hier die Hupen zu bedienen, dann noch das Beinheben, so ein bisschen Tanz war auch dabei. Gleichzeitig für mich eine Neuheit, habe ich so noch nie gesehen und könnte ich mir absolut in Veitshöchheim vorstellen. Vielleicht kann man dann ja noch so ein Salto oder einen Flickflack einbauen. Also Luft nach oben gibt es ja immer eine noch. Gute Idee, Daumen das ist toll. Finde ich auch, ne? Das machst du sofort, oder? Einen Salto, einen Flickflack, also die Frauen sind unersättlich, oder? Man wächst an seinen Aufgaben. Genau. Bernd, wir sind gespannt. Ich bin bass erstaunt, dass man sich auch da noch einmal steigern kann. Wirklich toll gemacht und ich soll dir ausrichten vom Edmund Stoiber. Ja gut, ich darf sagen, dass du gehupt hast heute. Das hat mich daran erinnert, dass ich den Dobrindt anrufen muss wegen seiner Maut. Die zieht sich und du ziehst dich nicht. Also das war klasse. Kompliment. Das sind wunderbare Bewertungen. Natürlich dürfen wir den Martin nicht vergessen. Ne? Na, wer vergisst mich schon? Also, das kann ja nicht passieren. Ja, war sehr schön. Du hast wieder schöne Musik gemischt. Das war ganz toll. Auch wieder so eine fränkische Tracht. Das gefällt uns auch immer. Und auch bei dir hupt das Gesicht mit. Je weiter du nach unten greifst, umso verzerrter schaust du oben. Also du bist mit Inbrunst dabei, das ist schön. Und du hast natürlich unser Lied gehupt, ne? Ich freue mich auf die Fasnacht. Ich habe schon uns alle wieder gesehen, einziehen und die Garten und alles. Und schauen wir mal, wenn die Garten einziehen und wenn alle einziehen und die Elfenräte, wer weiß, vielleicht ziehst du da auch mit an. Hupenderweise. Jawohl, danke, Marco Schüler, der Frankenhuber. Jetzt kommt das große Zittern. So, schauen wir mal. Jetzt gilt's, der zweite Platz. Silber ist euch schon mal sicher, aber nur einer kann Supernarr werden. Die Jury sagt, es war sogar eine Steigerung zum Halbfinale. Trifft auf euch beide zu. Die Idee ist einfach toll. Ich sag beides, ja. Der Auftritt war frisch und musikalisch super. Ich sag wieder beides, Menschenskinder. Auch wenn man in diesem Outfit nicht auf die Straße gehen sollte. Ja, ist auch beides. Seinen Mantel kann er jedoch daheim lassen. Gewonnen hat Supernarr 2015 der Frankenhuber Marco Schüler. Glückwunsch! Und Zweiter seid ihr, das Männerballett aus Melrichstadt. Großes Kompliment. André, geh her. Doch. Herzlichen Glückwunsch. Da freut sich einer. Marco Schüler, wir sehen dich nächste Woche. In Veitshöchheim. Das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Supernarr 2015. Wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen, gehen Sie ins Internet auf br.de/supernarr und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche in Veitshöchheim. Ich freue mich. Ade, bleib schön. Danke an alle.